So, Freunde, gestern Abend kam leider kurz vor Fristende der DHL-Bote und hat mir meine Amazon-Bestellung per Evening Express gebracht. Ich habe nur die Kiste geöffnet, um zu gucken, ob wirklich eine GoPro drin ist oder ob die mir einfach nur in die Kiste geschissen haben. Und ja, ich habe nur geguckt, ob die GoPro wirklich drin ist, und die ist wirklich drin. Ich konnte es gestern eigentlich kaum abwarten, bis ich die GoPro auspacke, aber ich habe es wirklich zugelassen, damit ich heute ein Unboxing machen kann und meine Skills in dieser Funktion ein bisschen steigern kann. Also, wir haben hier eine nagelneue GoPro Hero 5. Natürlich ungeöffnet, wie ihr seht. Hier der Sticker ist noch dran. Und ja, dieses gute Stück werden wir jetzt auspacken. Und dafür brauche ich erstmal ein Messer, was ich natürlich jetzt nicht hier greifbar habe. Aber Moment, ich hole mit einem Küchenmesser ausgestattet, werde ich jetzt hier diese GoPro öffnen und zum allerersten Mal die GoPro auch in die Hand nehmen, da ich sie gestern leider nicht ausgepackt habe. Aber naja, so, gucken uns das Ganze mal an. Die GoPro geht diesmal von unten auf. Nicht mehr dieses komische Papier hier abziehen, wie sonst immer bei den anderen GoPros. War immer relativ schwierig. Was haben wir hier? Das ist ein Scheiß, ey. So, was zum ersten Eindruck von der Verpackung schon zu sagen. Die Verpackung lässt sich einfach viel besser öffnen als die ganzen anderen Verpackungen damals von der 4er und von der 3er. Ich hatte damals die 4, nee, die 3 Plus. Und ja, was ist zur Kamera zu sagen? Die Kamera fühlt sich im ersten Moment ein bisschen schwammig an, so ein bisschen matt. Also das Gefühl von der Kamera ist so matt, als ob das so ein bisschen matte Folie, ja, diesen. Okay. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber irgendwie ist es hier so ein bisschen schwammig, so ein bisschen. Sag mal, was bin das Schreiben? Irgendwie so eine komische, hässliche Folie ist da drauf. Oder irgendein Kästchen. Ist auf jeden Fall gummiartig, latexartig. Ja, aber sonst prinzipiell, ich glaube, die Größe der Kamera ist beibehalten. Was ist prinzipiell zu sagen? Das ist die erste Kamera, die ich habe mit einem integrierten Touch-Display, wo natürlich noch so eine schöne Folie drauf ist. Ah ja. So, das ist der Display. Was ist zum Kamerainhalt noch zu sagen? Kamerainhalt haben wir hier einmal die Anleitung, die so oder so niemand liest, denn die hat jeder schon gelesen, bevor man die Kamera schon gekauft hat. Man informiert sich einmal über das Produkt, bevor man etwas kauft. Und im Inneren des Gehäuses haben wir ein Ladekabel für die GoPro, einmal einen geraden Sticker für die Halterung, einmal einen Curved, einen gebogenen Sticker für eine externe Halterung und natürlich den Akku. So, was ist zum Akku zu sagen? Der Akku hat eine Leistung von sage und schreibe 1220 mAh. Was es genau heißt, kommt in dem nächsten Video, denn ich mache mit der Kamera noch einen Test, was sie überhaupt wirklich alles so kann. So, oben das Gehäuse noch ab. Oh, was mir hier auffällt bei der Kamera: im Gehäuse ist direkt so ein Sicherheitsclip verbaut, den man wahrscheinlich erst removen muss, um die Kamera abzukriegen. Das ist ganz nice. Hier ist so ein Gummischutz, den gab es bei der alten GoPro auch, nur den musste man immer extern dran machen. Boah, ist die festgedreht. Alter, ist das hier zugedreht? So, jetzt. Okay, das hier mal abmachen, das Scheißding. So, was ich ganz geil finde bei der neuen Halterung hier ist, da ist direkt ein integrierter Clipschutz, dass man das nicht zusammendrücken kann und die Kamera nicht von dem Mount abfällt. Bedeutet, wenn man die Kamera hier festmountet, wenn man die Kamera hier befestigt an so einem Clip, dann kann man den Clip normalerweise immer sofort zusammendrücken. Es gab früher von GoPro, wer sich erinnert, so einen weißen Clip, den man extern dran bauen musste. Hier ist so ein schwarzer Clip schon direkt integriert aus Gummi, Latex, irgendwas. Den kann man direkt dran drücken und dann kann man das hier nicht mehr zusammendrücken, sodass die Kamera nicht mehr von der Halterung abrutschen kann. Finde ich ganz nice, dass es diesmal integriert ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen nervig, das erfahren wir dann alles später im Härtetest der Kamera und wenn wir sie zum ersten Mal ausprobiert haben. Von daher, jetzt finde ich es noch ganz geil. Mal gucken, wie es später aussieht. Aber eigentlich eine ganz geile Idee. Was zum Gehäuse zu sagen? Das Gehäuse ist wie das andere Gehäuse von der GoPro auch, es ist halt nur komplett naked. Keine Wasserdichtigkeit mehr, denn die Kamera ist bis zu 10 Meter
ohne extra Gehäuse wasserdicht. Was ich im Prinzip richtig, richtig, richtig geil finde. Für tiefere Umgebungen ist natürlich dann ein extra Gehäuse zu kaufen, was die Kamera dann nochmal um einiges wasserdichter macht. Ich glaube, bis auf 40 Meter ist das Gehäuse dann extra. Ich würde sagen, wir machen mal den Akku rein. Funktionieren erstmal hier das ganze Ding. Side-Bewegung wie bei der Vierer. Man merkt, dass hier alles voll Gummi ist, damit das wirklich wasserdicht ist. Also man merkt, dass es hier kein Plastik mehr ist, sondern wirklich alles sehr weich und sehr, ja, eigentlich ganz geil. So, nachhinein. Was auch aufgefallen ist, ist, dass der Akku von der Vierer nicht mehr kompatibel ist mit der Fünfer. Das heißt, ab sofort, jeder, der eine Dreier hat und eine Vierer jetzt vor kurzem gekauft hat und jetzt eine Fünfer hat, der muss leider wieder neue Akkus investieren. Das ist relativ schade, aber ja, ist halt so. Der Akku klippt auch direkt. Der bleibt auch drin. Das ist aber eine feine Sache. Das heißt, man geht jetzt hier, drückt, zack, und der Akku bleibt drin, ohne dass er rausfällt. Das ist nice. Dann hier den Deckel zu. Und wie geht die an? Ach ja, das ist diese Quick-Funktion. Da muss man nur auf diesen Push-to-Record drücken und dann sollte die eigentlich angehen. Ich drücke jetzt hier oben drauf einmal. Da blinkt auch schon was, da kam auch schon was. GoPro, sau nice. Ja, das hatte die Vierer auch schon und ich wusste nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie man das bei der Vierer-Session so gemacht hat, aber anscheinend ist das Konzept durchgegangen und man hat es jetzt in die Fünfer mit weiter verbaut. Und das Touch-Display, das ist sehr, sehr bedienerfreundlich. Geile Scheiße. Das ist ja mal richtig, richtig nice. Ja, Capture, bla bla bla, das kennen wir alles. Das sind die ganzen neuen Apps. Quick ist so eine App, die man sich im App Store herunterladen kann, die guten Tag. Die verschiedene Videos in ein Video bearbeitet und dann mit Musik hinterlegt. Ist eine ganz nette Geschichte. Und ja, also wie hieß es? Einmal drücken, dann müsste sie angehen. Wo früher der WLAN-Knopf war, ist jetzt der Mode-Knopf, als auch der On- und Off-Button. Und hier oben ist wirklich nur noch Remote, nur noch Record. Und wenn man hier was schnell aufnehmen möchte, zückt man die Kamera, drückt auf den Knopf und die nimmt auf. Das ist richtig nice. So, was haben wir hier? Wir können hier einstellen zwischen Auflösungen von 4K. 4K nicht unterstützt. Okay, 4K nehmen wir mal hier, dann Frames, Auflösung, noch einmal, 4K, okay, das Format ist nicht, Frames nehmen wir jetzt hier 30, dann gehen wir hier auf Video, hier kann man also die Auflösung einstellen, 4K, 30 Frames, ich kann jetzt hier noch was anderes einstellen, das ist Weitwinkel einfach nur, okay, es geht also im 4K-Modus geht es nur um Weitwinkel. Mal gucken, was wir im 1080er-Modus kriegen mit 60 Frames. Das finde ich nämlich richtig geil, dass es bis zu 60 Frames geht. Beziehungsweise bis zu alt. Hier unten. Okay, und da oben ist weiter. Es geht im 60K-Modus, im 1080K-Modus geht es bis zu 120 Frames. Das ist ein High-Definition Ultra-Slow-Mo. Das ist richtig, richtig geil. Und da kann man dann auch auswählen zwischen weit und eng. Wir nehmen mal hier als Beispiel das Enge, also das ist jetzt eng, ich ändere nur die Winkeleinstellung und das ist jetzt weit. Alles klar. Ja, ganz nice. So, von der ersten Sache eine ganz geile Geschichte. Ich habe mir auch sagen lassen und ich habe auch gelesen, dass es hier drei Mikros gibt. Einmal eins hier an der Seite, einmal eins oben und einmal eins hier an der Seite. Die GoPro automatisch alle drei Spuren in eine verbindet. Praktisch wie beim HD-Foto, wie beim HD-Ready-Foto, wo zwei Fotos gemacht werden, ein helles, ein dunkel und dann zu einem besten Foto geschnitten werden. Das ist hier bei der Qualität des Sounds auch. Hier oben gibt es ein Mikrofon, hier gibt es Mikrofon und hier gibt es meines Erachtens ein Mikrofon. Alle drei Tonspuren werden ineinander genommen und wird daraus eine optimale Tonspur gemacht. Finde ich ganz nice. Was passiert jetzt, wenn ich hier drauf drücke? Foto, Serienaufnahme, Zeitrafferfoto, Video. Geile Sache, also gefällt mir ganz gut. Mit einem Touch kommt das Menü für die Videoauflösung drauf. Man kann hier drauf gehen, kann verschiedene Optionen auswählen. 720p bei 204, alter Schwede, das ist richtig, richtig nice.
Ich nehme durchschnittlich immer bei 1080p auf mit einer Bildrate von maximal 30 Frames, vielleicht auch diesmal 60 Frames oder 80 Frames, was eine ganz geile Geschichte ist, meines Erachtens. Das kann keine SD-Karte. SD-Karte kommt da rein, wo der Akku ist, zeige ich euch gleich nochmal. Was ganz interessant ist, ist der Display. Das macht mich schon irgendwie ein bisschen froh, dass es jetzt hier sowas gibt. Das ist eigentlich ziemlich geil und ja, erfreut mich wirklich. Also, das ist wirklich eine coole Sache. Und früher hatte ich so ein Touch-Display, den konnte ich hinten dran klemmen bei meiner Dreier, aber das ist jetzt alles in einem und es scheint zu funktionieren. Ja, was kann man noch dazu sagen? Lange halten, dann sollte sie ausgehen. Das passiert tatsächlich. Oder auch nicht. Doch, sie geht aus. Perfekt, geil. Was kann man noch sagen? Hier an der Seite wieder drücken, ne? Drücken und schieben. Dann kann man hier eine Klappe öffnen. Wow, die war vakuumverschlossen. Wow, okay. Dann hat man hier einen Micro-USB-Anschluss, beziehungsweise doch. Da hat man hier einen Micro-USB-Anschluss und einen HDMI-Anschluss, sodass man hier seine Mikrofons anstecken kann, wenn man eins mit Micro-USB-Anschluss hat. Und natürlich auch die Kamera direkt an den Fernseher verbinden kann, sodass man seine Actionaufnahmen direkt der Familie zeigen kann oder mal wieder vor der Freundin angeben kann, was man so am Wakeboarden gemacht hat oder beim Snowboarden. Prinzipiell finde ich das alles hier eine ganz geile Geschichte, dass die Kamera 10 Meter wasserdicht ist. Ohne Gehäuse. Dass hier mitgedacht worden ist, dass die diesmal direkt einen Sicherheitsclip zwischen diese zwei Finnen hier gebaut haben, den man nicht immer mit dabei haben muss, sondern der einfach mit dabei ist. Ganz cool finde ich auch wieder, dass sie netterweise wieder zwei Klebesticks mit eingepackt haben. Klar, geht immer mehr, aber zwei ist besser als keiner. Es ist eine Schraube dabei und natürlich ein Ladekabel mit Micro-USB. Das Gehäuse an sich finde ich eine ganz nette Geschichte. Ist sehr, sehr geil. Worauf ich mich sehr, sehr freuen werde, ist, wenn ich die Kamera jetzt hier reintue und den Deckel zumache, dass ich immer noch vollen Zugriff auf den Touch-Display habe. Und das ist richtig, richtig nice. Das heißt, ich kann unter Wasser filmen und kann sagen, hey, mach mal schnell ein Foto, dann mach mal schnell ein Foto. Was auch noch geil ist, die Kamera hat Voice Control. Das heißt, während ich eine Aufnahme mache und sage, GoPro, mach ein Foto, dann macht die GoPro ein Foto während der Aufnahme. Klar geht es unter Wasser nicht, aber dafür kann ich unter Wasser meinen Touch bedienen. Das ist richtig geil. Dieses Simple One-Button Control, was die GoPro da eingeführt hat mit der Vierer Session, das gibt es hier bei der Fünfer auch. Anscheinend hat sich das Konzept bewährt und man hat gesagt, okay, das benutzen wir weiterhin bei der Fünfer auch, weil es einfach ziemlich geil ist. Cool finde ich auch, dass es nicht mehr die WLAN-Taste ist, sondern dass das jetzt hier der Menüknopf ist, der früher hier vorne verbaut war. Der ist jetzt hier verbaut. Dort kann man switchen zwischen Video, Foto, Zeitraffer etc. und kann dann die Einstellungen, wenn man einmal toucht, auf dem Display hier am Display ändern. Geile Sache, finde ich richtig cool. Weiterhin ist zu sagen, dass die GoPro nicht nur WLAN hat, sondern auch mit Bluetooth zur Verfügung steht. Das heißt, man kann sie auch über Bluetooth steuern. Geil ist auf jeden Fall auch die Videostabilisierung, was wir alles noch testen werden im nächsten Video, weil ich will die GoPro mal richtig, richtig ordentlich rannehmen mit den neuen Features, die ich vorher bei meiner Dreier nicht hatte. Bei der Vierer gab es auch eine Videostabilisierung, aber die soll bei der Fünfer noch mehr verfeinert werden, was richtig, richtig nice ist. Wie gesagt, wir haben jetzt bei der Black Edition ein Touch-Display, richtig nice. Wir haben Stereo-Audio. Dieses, was wir am Anfang hatten in den Einstellungen, dass wir sehen, wo die Fotos gemacht worden sind mit diesem GPS Location Capture. Finde ich auch eine ganz nette Idee. Wobei, wenn ich in Thailand bin und in Mallorca bin, dann kann ich das, glaube ich, unterscheiden, wo ich wo war. Und ja, werde es dann eher auf meinem PC alles zur Verfügung stellen und sehe dann ja immer im Datum, wo und wann ich wo war. Nichtsdestotrotz gibt es ja dieses GoPro Plus, wo man sich anmelden kann. Das ist wie die iCloud von Apple, wo man dann direkt die Videos und Bilder hochladen kann, sodass man eigentlich nicht mehr die Kamera oder die SD-Karte herausnehmen muss, sondern direkt alles am Laptop oder am Rechner zur Verfügung steht. Finde ich eine ganz nette Geschichte. Habe mich noch nicht informiert, ob das was kostet oder nicht. Aber wenn es was kostet, finde ich es Quatsch, weil man ja eine SD-Karte hat. Und wenn es nichts kostet, finde ich es eigentlich eine ganz coole Sache, die GoPro damit anbietet. Muss ich aber nochmal gucken, sage ich dann alles im zweiten Video. Alles in allem wird die GoPro noch getestet von mir. Heute nicht, das mache ich morgen und übermorgen.
Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Das hier ist die Verpackung. Und ja, das hier sind die ganzen Apps, die neu angeboten werden. Also die GoPro-App wurde komplett überarbeitet. Dann die Quick-App, die ist neu rausgekommen. Und die Splice-App, die gibt es auch noch zur Verfügung. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Die Quick-App funktioniert ganz gut. Im Prinzip gibt es mehr nicht zu sagen. Ich lese mir diese Anleitung hier von GoPro nicht durch, glaube ich. Und was relativ enttäuschend ist, was ich jetzt erst sehe, ist, es gibt nur 3 Sticker von GoPro. Früher gab es diese Größe und gab es diese Größe von GoPro. Jetzt gibt es nur noch Minis. Okay. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben, was ich besser machen kann, denn das ist mein 2. Unbox-Video und ich will mich in der Materie natürlich verbessern. Von daher bis dahin, wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.